und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sophia, für all die, die mich noch nicht kennen. Und ich würde jetzt gerne mit euch in den kommenden Monat reinschauen. Dieses Mal gibt es keinen großen Rundumblick, sondern ich habe einfach mal gedacht, wir probieren mal was Neues aus. Wir gucken jetzt mal gesondert in die verschiedenen Lebensbereiche, in Beruf, Finanzen, Liebe, Freundschaften, Umfeld und das Häusliche und schauen dann mit den Portalkarten und dem Krafttierkarten sowie mit dem Seelenorakel einfach nochmal, welche Energie euch so umgibt, was wichtig und beitragend für euch ist, meine Lieben. Ja, das Ganze sind Kollektivlegungen, das heißt, nicht jeder kann und muss damit in Resonanz gehen. Bitte nimm nur das mit, was dir ein Beitrag ist, lasst alles andere hier. Wenn es nicht deine Legung ist, dann mach es auch bitte nicht zu deiner Legung. Schau, wie gesagt, gerne bei deinem Mond-, Sonnenzeichen oder Aszendenten vorbei. Ja, der ein oder andere geht damit mehr in Resonanz, beziehungsweise zusammen ergibt das Ganze oft ein komplettes Bild. Ja, und hast du Interesse an einer persönlichen Legung, dann melde dich doch gerne bei mir. Es sind noch Termine für diesen Monat frei. Schau einfach auf meiner Website vorbei. Ja, in dem Sinne, meine Lieben, würde ich jetzt gerne mit euch starten und schauen, was sich hier so bei euch zeigt. Wichtig immer noch zu sagen, jeder ist natürlich für sich und sein Handeln selbst verantwortlich. Meine lieben Schützen, wir schauen jetzt für euch als erstes in den Bereich der Beruf, Berufung, der Beständigkeit. Mit den Lennemore-Karten werde ich eine Energie ziehen, was besonders wichtig und beitragend für euch zu übermitteln ist. Was ist hier im Februar für meine lieben Schützen besonders wichtig zu übermitteln? Eine Energie, einen Impuls bitte für meine lieben Schützen im Bereich Beruf, Berufung. So, da kam das Stopp. Und da haben wir so ein bisschen den Mond. Das steht so ein bisschen fürs Innenleben. Ihr schaut euch hier anscheinend so ein bisschen die Schattenseiten ein wenig an. Der ein oder andere spüre ich auch so einen gewissen Druck. Im Beruflichen an so eine Belastungsgrenze zu kommen. Einfach eine Belastung, eine hohe Arbeitsbelastung oder eine hohe mentale Belastung einfach durch den Beruf im Februar. Da so ein bisschen als Energiewarnung einfach aufpassen, sich nicht zu verausgaben. Wir schauen in den Bereich der Finanzen. Wie sieht es bei meinen lieben Schützen im Bereich der Finanzen aus? Was ist hier im Kollektiv besonders wichtig und beitragend zu übermitteln für den Februar? Einmal bitte die Hauptenergie für meine lieben Schützen im Bereich Finanzen im Februar. So, und da haben wir die Sonne. Das ist sehr, sehr schön. Also eure Finanzen, denen scheint es wirklich gut zu gehen. Ihr seid finanziell gut abgesichert. Für den einen oder anderen kommt hier finanziell eine Geldsumme vielleicht auch rein, eine größere. Aber die Finanzen erstrahlen. Also das Materielle, Finanzielle scheint bei euch wirklich in erfolgsversprechend zu sein, in der Fülle zu sein. Sehr schön. So, wir gucken mal im Bereich der Liebe, Partnerschaft, Selbstliebe, jemanden kennenlernen. Wie sieht es da aus? Was darf ich hier im Bereich Liebe übermitteln? So, und wenn euch das Thema Liebe noch mehr interessiert, schaut auch gerne bei eurer Liebeslegung vorbei für euer Sternzeichen und schaut, was da Wichtiges und Beitragendes noch für euch bei ist. Jetzt hätte ich gerne eine Energie für das Thema Liebe, für meine Schützen im Monat Februar. So, da kam das Stopp. Ja, und da haben wir den seelischen Prozess. Ich habe so das Gefühl, von der Gesamtenergie bei euch geht es im Moment um euer Seelenleben, um euer Inneres. Hier geht es hier darum, wieder etwas in Einklang zu bringen. Hier war in der Vergangenheit, kriege ich rein, auch etwas ein bisschen schwer für einige. Und diese Schwere einfach wieder loszulassen, hier wieder mehr in den Fluss zu kommen. Für viele geht es hier auch wirklich um die Selbstliebe. Ja, das ist so das, was ich hier wirklich wahrnehme. Wirklich hier wieder in den Fluss zu kommen.
Sehr schöne Energie. So, wir schauen mal in Freundschaften, Bekanntschaften, das soziale Umfeld. Wie sieht es da aus bei meinen lieben Schützen im Februar? Was ist da wichtig und beitragend zu übermitteln im Kollektiv? So, da kam das Stopp. Und da sehe ich, dass es zu schönen Treffen kommt, ja. Zu Treffen, wo etwas erblüht, wo man sich darüber freut, wo man in Einklang ist miteinander. Also Harmonie im Außen und im Freundeskreis. Eine sehr schöne Energie für euch. Also für all die, die jetzt überlegen, gehe ich raus, gehe ich nicht raus, macht es. Ihr trefft hier auch neue Leute mit den Blumen zum Teil und scheint eine Bereicherung für euch zu sein. Wir schauen ins Haus rein. Das ist eure Familie, eure Herkunftsfamilie, euer Wohnumfeld. Ja, alles das, was mit dem Häuslichen zu tun hat, mit dem Familiensystem. Da hätte ich gerne eine Energie. Wie sieht es da im Februar bei meinen lieben Schützen aus? So, und da seid ihr für euch angekommen mit dem Anker. Habt ihr hier eine gute Verwurzelung? Ihr scheint da, wo ihr seid, euch auch sicher zu fühlen. Ja, einfach so eine Energie von angekommen sein. Beständig da, wo man ist. Da überlegt ihr auch gar nicht so unbedingt, will ich hier etwas ändern oder nicht, sondern man ist einfach angekommen. Es ist einfach gut so, wie es gerade ist. So eine Energie bekomme ich hier für viele rein im Kollektiv. Ja, wir schauen mal im Gesamten, was die Portalkarten hier noch für einen Hinweis für euch haben für den Februar. Was ist hier noch wichtig? Sirius Sternensegnung. Ja, weiter so. Zeige dich. Durchsetzungskraft. Ja, sich zeigen, rausgehen in die Öffentlichkeit, in den Freundeskreis, ja, sich zu zeigen, ja, sich durchzusetzen, hier zu gucken, dass man etwas erstrahlen lässt, ja, und dass man einfach wieder mehr in diese Selbstliebe, in diesen Fluss auch kommt, in diesen Einklang. Das ist so ein bisschen, was ich reinkriege. Diese Durchsetzungskraft bezieht sich hier von der Energie eher auf das Berufliche, was ich reinbekomme, da sich durchzusetzen, wenn es auch gerade manchmal schwierig ist mit dem Mond, man an sich auch manchmal zweifelt. Der Mond steht ja wirklich auch für ja die Psyche, des Innenleben, des Seelenleben, ja, manchmal auch Belastungen, von daher ist da einfach nochmal der Tipp, sich auch durchzusetzen, durchzubeißen. So, wir schauen mal. Eine Seelenbotschaft hätte ich gerne noch für meine lieben Schützen. Wie sieht es hier im Februar aus? Was ist hier am wichtigsten und beitragendsten? Ja, und meine Lieben, wenn euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich wie immer über jeden Daumen hoch, über jeden Kommentar. Tausend Dank, dass ihr mich hier unterstützt auf meinem Kanal und ich euch ein Beitrag sein darf. Ja, ausmisten, die besondere Art des Loslassens. Wenn du etwas im Außen loslässt, spürst du auch innerlich mehr Leichtigkeit. Gehe mit offenen Augen durch dein Zuhause und verabschiede dich von Dingen, die dir nicht mehr zu dir gehören und die dir auch nicht mehr beitragen. Ja, ich habe so das Gefühl, du möchtest hier in eine andere, höhere Energieschwingung kommen. Ja, im Prinzip dich wieder mehr zeigen. Ich kriege dich in der Vergangenheit so ein bisschen zurückgezogen rein, mehr in dich gekehrt. Und hier möchtest du in mehr Stabilität, du bringst ja auch dein Seelenleben wieder in eine Balance, um im Außen auch wieder präsenter zu sein. Eine sehr, sehr schöne Energie, meine lieben Schützen. Wir schauen mal. Ich hätte gerne noch ein Krafttier für meine lieben Schützen. Was ist hier wichtig und beitragend im Kollektiv zu übermitteln? Und da haben wir das Eichhörnchen. Pragmatisch sein, neue Möglichkeiten durchspielen, planen, sammeln, verwalten, umsetzen. Ja, und das ist dieses. Ihr überlegt jetzt hier, ihr guckt, ihr schaut, um dann in die Umsetzung kommen zu können. Ja, meine Lieben, eine sehr, sehr schöne Energie bei euch. Und in dem Sinne, meine lieben Schützen, ja, hoffe ich, war ich euch ein Beitrag mit diesem Video und ja, wünsche euch alles, alles erdenklich Liebe. Eure Sophia. Tschüss.